1933, vor der endgültigen Übernahme in die neu gegründete Deutsche Luftwaffe, wurden auch so erfahrene Flieger wie Oberleutnant Theo Osterkamp, 32 Luftsiege im Ersten Weltkrieg und Träger des Pour le Mérite, auf Herz und Nieren geprüft. General Stäbler unterrichteten die künftigen Luftwaffenoffiziere in Taktik. Danach hatten diese einen freien Vortrag über ein selbstgewähltes Thema zu halten. Osterkamp referierte über Philosophie. Kein Mensch verstand seine Rede, ihn eingeschlossen. Bei der folgenden ärztlichen Untersuchung wurde er für Flieger untauglich erklärt, obwohl er jährlich 50.000 Kilometer flog. Zitat: Ja, Herr Osterkamp, mit den Zehen kann ich Sie eigentlich nicht fliegertauglich schreiben. Ja, mein lieber Doktor, bin ich nun Jagdflieger oder soll ich die Franzosen und Engländer in den Popo beißen? Zitat Ende. Theo Osterkamp wurde am 1. August 1933 zum Hauptmann befördert und in die Luftwaffe übernommen. Bei Kriegsende war er Generalleutnant, hatte 6 weitere Luftsiege errungen und trug das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes.